unser Publikum bestimmt jetzt, worum es im nächsten Spiel geht. Und zwar, nennen Sie mir doch mal ein Haushaltsgerät. Na, das interessiert mich. Moment, was ist denn hier? Da wurde so herzlich gelacht. Welches Gerät und welches? Der Massagestab. Natürlich. Oh, eines der wichtigen Haushaltsgeräte. Haben Sie das zu Hause auch gesehen? Ja, sehr schön. Gut, wir haben den Massagestab. Was haben wir noch? Klobürste. Klobürste, wichtiges Haushaltsgerät. Ja, das finde ich ist ein sehr schönes Haushaltsgerät. Die Klobürste. Kinder, das machen wir doch mal. Süß, ihr werdet mir jetzt alles über die Klobürste verraten. Und weil ihr beim Fernsehen seid, werdet ihr jetzt verschiedene Fernsehsendungen spielen. Und ich werde zwischen euch vieren hin und her seppen. Also, und zwar, Barbara, du gibst mir die Promi-News, die toten Augen von Mainz. Deine beste Freundin Nina Ruge. Olli, du bist die schöne Sendung Ruckzuck. Ja. Caroline, du bist bei Olli Geissens Talkshow. Und Lars, ich bin gespannt, was du so bei Deutschland sucht den Superstar erlebst. Ja? So, dann stell dich doch mal hin. Ich seppe hier mit meinem kleinen Buzzer, der jetzt meine Fernbedienung wird. So hört er sich an. So, ich mach's mir bequem. Also, ich sepp mal zur Barbara. Gestern beim Bal de Clos de Toilette Bürste in Paris. Dort trafen sie sich, die Schönen, die Reichen. Und natürlich war noch Brad Pitt. Lars. In der Klobürste steckt die Schuhwürze. Das ist nur einmal so. Deswegen gehe ich aufs Klo. Die hat jeder im Haus, wenn du mal richtig am Klo warst. Oh, ich hab Klo gesagt. Scheiße, scheiße. Nein! Sag's anders. Wenn du, da steht immer neben der Toilette. Luther! Nein! Mann, sag's anders. Caroline. Ja, moin moin. Das Thema der heutigen Sendung, Sexunfälle mit Klobürsten. Mein erster Gast ist der Patrick. Lars. Das war mega scheiße, was du gerade angeboten hast. Das war mega scheiße. Und deswegen tausch lieber das Mikrofon gegen die Klobürste ein. Da hast du mehr vom Leben. Olli. Dein Freund hat so eine Frisur. Nein! Sag's anders. Dein Freund sieht so aus. Haare nach oben. Hoch! Caroline. Ich wollte zu den einen was sagen da. Ich hab den Namen vergessen. Der mit dem roten T-Shirt. Ey, guck dich erst mal selber an. Wie kann man mit der Klobürste, Alter? Da kannst du doch nicht reinfallen. Wie soll denn das... Und dann geht er damit ins Lars? Wirklich, ich kann nicht nur tanzen. Ich kann auch ganz tolle Sachen mit der Klobürste machen. Wirklich. Wirklich, ich muss eine Chance geben. Da hat sich einer aber was Gutes einfallen lassen. Gestern trafen sie sich in Rio de Janeiro und kamen zusammen glitzernd Gold. Martina Taubert berichtet. Oh, nee. Reicht sich auf Po-Würste! Oh, nein, anders! Schon Brüste! Nein, Mann, jetzt konzentrier dich! Barbara! Oh. Po-Würste, Schnurrwürste, Klobürste, wie soll es denn heißen, das neue Kind von Englands Kronprinz? Wir haben uns einmal umgehört und die Nachrichten von Kinamur. Akzeptier doch mal den seine Meinung, wenn der Klobürsten macht. Hey, jeder hat andere Wünsche. Olli, sag's anders! Sag's anders! Anders! Alles wird's anders! Alles wird so. Ich geh nach Hause. Olli! Nee, die Klobürste hat meiner Mutter gehört, aber meine Mutter... Olli! Anders! Mach irgendwie anders! Lars! Beim Einsatz vieler Würste benötigt man die Bürste. Oh, pass auf! Zum letzten Mal!